Ja, hallo, wir sind die mit den Wäscheklammern. Und weil wir faul sind, haben wir uns überlegt, wir wollen nicht immer mühsam rausgehen und schauen, ob die Wäsche fertig ist, sondern wir wollen einfach eine Nachricht haben auf dem Handy, deine Wäsche ist fertig, und dann geht man nur einmal raus und kann man die Wäsche einfach, wenn sie schon trocken ist, einfach nur einmal einsammeln. Also ich war dafür zuständig, ein Gehäuse und eine Klammer zu drucken. Das Gehäuse natürlich, um die Haken reinzutun und die Klammer, um die Kleidung hochzuhängen. Das habe ich dann mit, also hier kann man es sehen. Okay, ja, das ist 3D gedruckt dort und hier ist die Klammer. Und das habe ich dann mit Fusion 360 designt und mit Cura gesliced. An Hardware haben wir im Wesentlichen einen Sensor, der an einen Mikroprozessor angeschlossen ist. Dieser Sensor misst Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Um den Sensor zu beschützen, haben wir auch noch ein kleines Gefäß designt, weil der Sensor geht leider kaputt, wenn er mit Wasser in Kontakt kommt. So, und wie das Ganze jetzt in die App kommt, die euch Janita gleich vorstellen will, wird, zeige ich euch. Also in diesem Gehäuse, wir haben hier oben so einen Akku drauf, und in diesem Gehäuse sitzt ein ESP8266. Das ist so ein kleiner Mikrocontroller, und das Tolle an dem Ding ist, dass da ein WLAN-Chip mit verbaut ist, mit dem man quasi dann über WLAN kommunizieren kann. Da läuft ein Webserver drauf. Und über so eine HTTP-Übertragung werden dann einfach Daten an die App geschickt, beziehungsweise an einen IoT-Cloud-Dienstleister, der für uns die Daten ein bisschen aufbearbeitet und in der Datenbank steckt. Und vielleicht hier nochmal zu zeigen, an dieser Klammer ist hier der, oh, ja doch, jetzt sieht man es, ist hier der Sensor in diesem 3D-gedruckten Case. Ich lege es mal wieder rein. Genau, die Daten, die senden wir alle an IFT. Wer es nicht kennt, ist ein Service-Dienstleister, die alle möglichen Sachen miteinander verbinden, von Social Media bis hin zu anderen smarten Geräten, wie zum Beispiel eine Glühbirne von Philips, eine Philips Hue. Wir können es halt damit verbinden, schicken da die Daten hin, speichern die dann in der Datenbank. Ja, was haben wir noch eine Seite? Genau, unsere Datenbank. Wir legen einfach eine Tabelle an bei Airtable. Das ist einfach mal ein Graph. Man sieht da ganz schön, wie, wenn die Temperatur ansteigt, das T-Shirt schnell trocknet. Also roter Graph ist die Temperatur, blauer Graph die Feuchtigkeit. Ja. Wer war jetzt? Also Niala, Hanna und ich haben eine Website für die Wäscheklammer gemacht. Und zwar mit HTML, CSS und etwas JavaScript. Und oben auf der Website sind vier Buttons, nämlich Start, Download, Daten und Wetter. Ja, und auf Start stehen einfach allgemeine Infos dazu, was die Klammer überhaupt ist und wie sie funktioniert. Und bei Download, also da wäre jetzt theoretisch eigentlich der Download-Link für die App, aber die ist noch nicht im App Store. Und dann bei Daten sieht man nochmal die Grafik von Airtable. Ja, ich habe die App programmiert für das Ganze und dann können wir das auch mal zeigen, wie das dann so aussieht. Also das hier ist die App. Okay, ja. Da sieht man einmal die Temperatur. Man kann das auch hier aktualisieren, dann hat das so eine Animation. Genau. So, dann sieht man hier. Genau, dann sieht man hier, wie viel Prozent die Wäsche quasi fertig ist. Also wir haben jetzt zu 58% ist unser T-Shirt hier trocken. Also das ist jetzt auch die Live-Werte von dem T-Shirt, das haben wir nass gemacht vorher. Dann sehen wir die relative Feuchtigkeit, die quasi in dem Raum ist, damit wir sehen, so, ja, wir müssen jetzt mal irgendwie aufpassen. Ja, die Temperatur sehen wir dann, dass wir müssen mal ein Fenster zumachen oder die Heizung anmachen, weil dann trocknet das schneller. Deswegen können wir auch uns das Wetter anzeigen, damit wir wissen, ob wir jetzt die Heizung anmachen oder wenn es im Garten ist, dass wir mal gucken, wenn es regnet, dass wir die Wäsche reinholen. Genau. Wir kriegen auch eine Push-Nachricht, zu wie viel Prozent die Wäsche fertig ist. Kann man das sehen? Ja, okay. Genau. Ja, das ist die App.